Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Hier im Gebiet der Drahara, die in den letzten paar Folgen ziemlich hartem Druck ausgesetzt sind. Wir werden jetzt eine Kampagne starten und werden versuchen, diesen Druck noch weiter aufzubauen. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich, während meine Lords sich hier versammeln, schaue ich mich nochmal ein bisschen um. Aber ich glaube, es gibt nichts wirklich, was ich momentan machen könnte. Velvet und die Tools behalte ich mal. Jetzt könnte ich jederzeit meinen Sitz verlegen. Hier unten wird was gradet, aber der hat keine Prisoner. Den haue ich jetzt also gerade mal nicht um. Ich warte jetzt mal, bis meine ganzen Forces hier ankommen. 700 Leute. Visier Kahil. 462 Leute. Hier ist Lord Leonidas drin. Was ist hier? Oh, Lord Ludger. Interessant. Gott, hoffentlich schafft es der nicht mehr. Ne, den kriegen wir noch. Der schafft es nicht mehr rechtzeitig. Good to see you again. Join my cause. Dann halt nicht. Dann stirbst du jetzt. Und du wirst den Lord Ludger freigeben. Und dann werde ich mir irgendwelche Castles unter den Nagel reißen. Ach ja, mein Mount ist hier crippled. Ich vergaß. Oh, Virago Heroines und Viragos gegen mich. Interessant. Interessant. So, aber es sind nur 50 Leute. Das sollte jetzt kein zu großes Problem werden. So, ich hoffe mal, dass die bei der Belagerung von Cornyn Castle nicht ganz so viele Leute verloren haben. Weil jetzt bräuchte ich theoretisch schon relativ viele. So, das war jetzt aber erstmal relativ easy. Das habe ich jetzt auch nur gemacht, um den lieben Lord Ludger zu befreien. Tja, liebe Sword Sisters, ihr seid der falschen Seite gejoint. Niemand tot, niemand wounded. Das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Wobei, es leben ja immer noch ein paar. Noch kann es passieren. Hi, Dragon Priestess Kivachis. Holt sich ihren Kill. Die Mounts gefallen mir irgendwie nicht. Die nur vorne so ein... hier so eine Rüstung haben. Die sehen zwar, es sieht zwar ganz schön aus, die Textur ist ganz schön, aber mir gefällt es nicht, wenn die nur so halb gepanzert sind. I'm in your debt for freeing me. Zwei Moon Knights, die nehme ich mal mit. Das ist geil. Auf jeden Fall irgendein Garnisonsfutter. Kommt ihr mal alle mit. Könnten mal wieder irgendwelche Garnisonen auffüllen. Hier sind sowieso relativ viele Städte, die ich jetzt eingenommen habe, und Castles, die relativ gammelige Garnisonen haben. Aber es ist schön, dass du mir folgst, Birgit, aber mit dir alleine wird es leider noch nichts. Ich muss noch warten, bis noch mehrere Leute sich uns hier anschließen. Derweil kann ich mal verkaufen. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Nee, wir hätten sowieso volle Moral gehabt. So. Ja, ein bisschen Essen kaufen, wenn ich schon mal hier bin. Okay, wo sind denn jetzt die ganzen Leute? Ich bleib mal hier neben diesem Castle. Und ich warte hier einfach mal. Camp, wait here for some time. So, und jetzt schaue ich mal, dass mir hoffentlich relativ viele hier jetzt mal langsam joinen. Lady Kiri haut ab. Interessant, wer immer das auch war. Oh, da oben ist was los. Ist hier irgendwo ein gefangener Lord? Lord Diendarion. Oh nein, das ist sogar der Falcon Lord, den muss ich auf jeden Fall befreien. Okay, wenn du mir nicht joinen willst, dann hole ich mir halt meinen Lord über Gewalt zurück. Lord Herminius has joined the battle on your side. Naja, von mir aus. Das bedeutet allerdings, dass ich jetzt weniger Plätze habe, um Bogenschützen. Oh nein. Oh nein, der muss weg. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Okay, die Runde lief erstmal noch nicht so toll, wie ich dachte. Ich sollte sie irgendwo aufhalten, aber ehrlich gesagt will ich lieber erst diesen Paladin weghauen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass der mir jetzt gejoint ist. Jetzt sind dem seine ganzen luschen Infanteristen hier an meiner Seite. Oh verdammt, es sind sogar mehrere von diesen Paladinen. Verdammt. Aua. Ja, das wird nicht wirklich was werden. Der hat relativ starke Einheiten. Das wird gar nicht mal so lustig.
das durchlaufen zu lassen, will ich jetzt auch noch nicht. Ich mache jetzt mal wieder Aufhaltetaktik, dass ich vorne als Schild stehe und die ein bisschen abwehre, sodass die Bogenschützen vielleicht wenigstens irgendwas reißen können. Ach ja, mein Mount ist crippled. Schon seit 4 oder 5 Folgen. Was ich mir einfach nicht merken kann. Lauft ihr mal bitte nicht alle durch. Bleibt mal schön hier. Aua! Ach, das war der Visier. Ja, das läuft ja gerade noch nicht so toll. Aber diesen Lord muss ich auf jeden Fall umhauen, denn der hat diesen Falcon Lord gefangen genommen. Aber mit der Aufhalten-Taktik, die hier aufzuhalten, das funktioniert ja momentan noch nicht so prächtig. Ich glaube, ich lasse die mal hinterkommen. Verdammt. Wisst ihr was? Greif einfach mal an. Mal schauen, wie es läuft. So. Wo ist denn dieser Paladin? Lebt der noch? Ich sehe ihn jetzt auf den ersten Blick nicht. Da ist noch so ein Geldaren-Typ. Forest Warden sind relativ gute Bogenschützen. Also immer nur weg damit. So, der Nahkampf läuft doch jetzt auch nicht so schlecht. So, immer nur weg damit. Gibt's denn mal einen Schlachtruf? Ja, es gibt einen. So, zack, zack, zack. Wenn mir die Leute wegsterben, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ich habe schließlich unendlichen Zugriff auf Household Guards in der Nähe meiner Stadt. Okay. Ja, wir ziehen uns nochmal zurück. Die Map gefällt mir nicht. Die ist besser. So. Aber in der Runde werde ich es dann durchlaufen lassen, selbst wenn ich jetzt ausgenockt werde. Jetzt haben wir zumindest mal einen Großteil der Leute schon mal wegmachen können. Was kommt hier noch? Ist ja gar nichts mehr Interessantes. Oh, verdammt, er kommt durch. Aber besonders weit kommt er nicht. So, was ist das hier noch? Okay, das ist alles nichts mehr Interessantes. Dann gehe ich doch mal hinter und kümmere mich mal ein bisschen hier um die Infanterie. So, und selbst wenn ich jetzt umgehauen werde, ist mir das egal. So, jetzt dürft ihr von mir aus reinschauschen. Tja, wie gesagt, ihr seid auf der falschen Seite des Krieges. So, da hinten kommen Reinforcements. Reinforcements. Maiden Foot Knight, 504 EP. Da geht doch was. Oh, da sind aber noch ganz schön viele von denen. Das ist jetzt mal gar nicht so gut. Ich weiß nicht. Ja, das habe ich fast befürchtet. Das waren noch 400 Einheiten oder so. Das kann also durchaus noch ein bisschen dauern. Ich habe nicht mal einen Drink da, mit dem ich mich jetzt hier momentan dann beschäftigen kann. Das heißt, ich muss tatsächlich dem Kampfgeschehen jetzt einfach mal zugucken und einfach hoffen, dass jetzt nicht so viele Leute mehr wegsterben. Aber die haben das schon im Griff, die haben das locker im Griff. 2 Tote bisher, ist alles noch in Ordnung. Mehr als in Ordnung. So, wir können aber mal ein bisschen zugucken. Oh, die High Dragon Priestess hat sich auch nochmal jemanden geschnappt. Die sieht einfach cool aus. Tja, hätte der Mystic Merchant mich etwas lieber gemocht, hätte ich mittlerweile auch schon auf einem Drachen reiten können. Aber dem ist wohl nicht so. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch geht, aber ich schätze mal, die Möglichkeit, so einen Drachen aus dem Mystic Merchant rauszuziehen, ist einfach so unglaublich gering, dass es wahrscheinlich schon noch geht, aber nur mit so einer kleinen, geringen Wahrscheinlichkeit, dass es nicht verwunderlich ist, dass ich keinen Drachen kriege. Aber wie auch immer, wir gucken hier mal den restlichen 100 Leuten beim Sterben zu. Dann haben wir den Lord befreit und dann hoffe ich, dass mal einige neue Leute jetzt endlich an meiner Seite sind und wir endlich mal ein paar erste Siege Tower Castles hier wegmachen können. Das Problem ist halt, die haben halt immer noch sehr, 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 sehr viele Lords, die Drahara.
Da konnte ich jetzt bisher noch gar keinen einzigen rausrekrutieren. Oder vielleicht einen? Ach ja, den Methenor oder wie er heißt. Den konnte ich ja schon rausrekrutieren. Aber das war ja auch kein ursprünglicher Drahara-Lord. Das ist ja ein Überläufer von den Elentor. Und Überläufer sind immer ein bisschen einfacher zu kriegen als Lords, die ursprünglich zu der Fraktion gehört haben. Aber wir hätten das schon mal gewonnen. Das heißt, unser Lord Diendarion oder wie er heißt, ist frei. Und wir können uns vielleicht endlich mal, wenn die Lords jetzt mal sich entscheiden, sich endlich mal mir hier zu folgen, an unserer, endlich mal mir um die Siege Tower kümmern. With Field Marshal Gunnar. So, Templar of Faith, das ist auch Garnisonsfutter. Immer nur her, die ganzen Harten hier dürfen direkt Garnisonsfutter werden. Rusty Assassin Sword, aha. Gut, soweit so gut. Wie viele Leute sind denn jetzt langsam mal hier an unserer Seite? Okay, das ist doch langsam schon mal was. So, wir warten hier noch mal ein bisschen. Weil das sind noch nicht wirklich viele. Ich könnte natürlich den Siege Tower schon mal anfangen zu bauen. Den baue ich jetzt schon mal. Mir werden sowieso irgendwelche Lords wieder, kurz bevor die Schlacht losgeht, werden sie mir sowieso wieder davonlaufen. Jetzt hoffe ich halt trotzdem noch, dass noch ein paar Lords hier ankommen. Das sind immer noch relativ wenige. Nochmal 200 Einheiten mehr, schön. Was kommt da noch? Nochmal 176. Kommt schon, ein bisschen was geht noch, Jungs. Oh nein, bitte haut ab. Nein, sonst laufen jetzt alle davon. Bleibt da. Okay, das sind nicht so viele Lords, wie ich das theoretisch gerne hätte. Wir haben 272 Verluste gegen... Obwohl es geht, es ist 1 zu 1 ungefähr. Das ist in Ordnung. So. Hau ruhig ab. So, wie viele Lords, beziehungsweise wie viele Einheiten habe ich denn jetzt noch? Das waren eventuell schon ziemlich viele, die hier weggestorben sind. Ein Castle, eine Village, das will ich, vielleicht vergebe ich das. Suspicious, ach weißt du was, das darf der haben. Der wird schon nicht mehr überlaufen. So, wie viele Einheiten habe ich denn noch? Reicht es, um noch einen Kampf zu schlagen? Ich schätze mal schon. Vor allem, es werden wahrscheinlich auch neue Lords jetzt langsam mal nachkommen. Ich will das Castle da oben auch noch mitnehmen. So, kommt mal alle mit. Was haben wir hier? Mercenaries, Sucker Rider, Johara Elephant Mercenaries. Ja, die werden schon von mir davonlaufen. Ich baue hier direkt mal den nächsten Siege Tower und hoffe mal, dass die Lords rechtzeitig ankommen. Weil das kann ja nicht alles sein, was hier momentan an Lords... Ach, das sind nur Ladders. Okay, Ladders ist ein bisschen... Dann war das da hinten wahrscheinlich so ein Siege Tower noch. 1700 Einheiten! Was? 1700! Und ein Siege Tower. Das wird gar nicht so gut laufen. Da brauche ich auf jeden Fall viel, viel mehr Einheiten. Dann schaue ich mir lieber mal das andere, die anderen Castles hier an. Wer ist das? Nein, der wird da noch reingehen. Oder geht der da rein? Ja, der geht da rein. Und er schafft's. Dann schaue ich mir das Castle mal an. 600, das sieht besser aus. Und da ist Lord Waldemar drin. Sind das... Das sind Ladders. Dann müssen wir mal warten, bis die alle hier ankommen. So, kommt mal alle hierher. Naja, sehr viele Lords sind es nicht. Ich habe doch so viele Lords. Wo sind die denn alle? Ach, das klicke ich noch schnell durch. Dann werde ich die Kampagne mal beenden. Und dann gebe ich den Lords vielleicht mal Zeit, sich wieder aufzubauen. Ich weiß echt nicht, wo die alle sind. I'm in your debt for free. Kein Problem. Habe ich gerne gemacht. So, dann wäre es das auch um das Castle geschehen. Naja, kann ich dazu nur sagen. Weil ich hatte schon gehofft, dass mir ein paar mehr Leute hier folgen würden. Ich denke mal, jetzt werden wir schon relativ wenige Leute nur noch haben. Kulvara mache ich wahrscheinlich alleine.
Ich laufe jetzt mal dahinter. Sind so viele Lords von mir gefangen genommen oder wo sind die alle? Ich hoffe mal nicht, dass die alle gefangen genommen worden sind. Vielleicht kann ich das Castle mitnehmen. Das ist das Castle mit den... Da sind zwei Lords von mir drin. Mit diesen 189 Shadow Assassins. Das werde ich mal im Autokampf probieren und mal schauen, wie es läuft. Ich baue mal den Siege Tower auf und gucke mal, wie es theoretisch laufen würde. Die fliehen alle zu den Falcons. Die haben jetzt schon so viele Lords. Also anscheinend kommen keine neuen Lords mehr nach. Ich weiß nicht, wo die ganzen anderen Lords von mir sind. Warum hier niemand mehr zu Hilfe kommt. Hier kommen noch einer toll. Ach, genau. Ja, wunderbar. Genauso. Ach, sie kommen aber trotzdem nach. Okay. Jetzt wollte ich gerade schon... Oh, jetzt hauen sie wieder alle ab. Okay, wie viele sind denn tot? 521 gegen 147. Aber Moment mal, wenn es 147 schon tot sind, dann kriege ich jetzt... Okay, dann kriege ich es jetzt. Ja, das Castle hätte ich jetzt echt nicht sehen wollen, wenn ich das selbst hätte machen müssen. So, jetzt sind auf jeden Fall alle meine Einheiten tot. Und wir werden unsere Einheiten erstmal wieder aufbauen müssen. Es sieht sowieso momentan danach aus, dass relativ viele Lords hier keine Lust haben, uns zu folgen. Das bedeutet, end the campaign, dann sollen die mal wieder ihre Leute wieder alle ein bisschen aufbauen. Und ich muss meine Truppe mal wieder ein bisschen auffüllen. Hier ist niemand drin, okay. Dann hau ich zumindest mal... Wo ist ein Garnison? Move your courtier manage, hier. Da hau ich jetzt mal das ganze Futter rein. Und ich habe jetzt schon sehr viele Einheiten aufgenommen, die eigentlich nur Garnisonsfutter sind. So, immer nur weg mit euch. Naja gut, zumindest konnte ich schon mal ein paar Castles einnehmen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, es läuft ein bisschen besser. Wir haben sehr, sehr viele Leute verloren. Und es sind natürlich auch jetzt im letzten Kampf wieder, gerade eine Sekunde bevor der Kampf begonnen ist, hauen meine ganzen Einheiten natürlich wieder ab. Und ich habe mehr Verluste mitgenommen, als eigentlich hätten sein müssen. Aber so ist es jetzt halt. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Zeit mal nutzen müssen, um meine gesamte Truppe wieder ein bisschen aufzubauen. Und jetzt habe ich wirklich viele Leute verloren. Aber Kulvara werde ich dann eventuell alleine machen. Weil Kulvara dauert zwar ziemlich lang, aber wenn ich das jetzt hier auch mit Autokampf mache, da sterben, keine Ahnung, 5000 Leute oder so weg. Das heißt, Hauptstädte sollte ich nach Möglichkeit alleine machen. Das gilt dann natürlich auch für die Zwergenhauptstadt. Wobei die Zwergenhauptstadt ist, boah, schön wäre es natürlich, wenn das ein anderer Marschall vielleicht angreifen würde. Egal. Für den Moment ist es erstmal in Ordnung. Wir haben zumindest 2-3 Castles oder so jetzt eingenommen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall mal voran. Aber die letzte Hauptstadt von denen muss jetzt auch noch fallen. Bis dann halt, dass dann halt nur noch diese Zwergenhauptstadt von denen übrig ist. Mein Gott, wie viele Leute habe ich hier denn aufgenommen? Ich bin ja immer noch, es dauert ja immer noch Ewigkeiten, bis ich hier alle reinhaue. Ich glaube, da gibt es auch einen schnelleren Weg, die alle rüber zu tun, aber mir fällt gerade keiner ein. Ich meine, man kann die alle mit einem Klick rüber tun und dann wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, wenn ich die reingetan hätte und dann meine Einheiten wieder rausgetan hätte. Aber jetzt bin ich eh schon fast durch. Na, was heißt fast durch? Wahrscheinlich würde es sich immer noch lohnen. Aber egal, jetzt klicke ich mal hier die restlichen noch raus. Und dann Mercenary-Gilde muss ich hin, neue Leute holen. Dann muss ich ein paar neue hier Household Guards holen. Ja, auf jeden Fall muss jetzt wieder die Truppe wieder ein bisschen aufgebaut werden. Sechs Moonites, die hätte ich natürlich auch sehr gerne in der Gruppe. Aber ja, das wird halt alles nichts. Alles klar, das lief nicht so toll. Das hat alles ein bisschen besser laufen können. Aber was soll's, wir haben ein paar Castles eingenommen. Trabbaban Castle Emir Kuntur. Das war, glaube ich, das, was ich gerade eingenommen habe. Das soll mir recht sein, da komme ich auf jeden Fall schnell genug zurück, um das zu verteidigen. Jetzt wird erstmal kurz verkauft und wieder eingekauft. Ich schätze mal, Essen könnten wir gebrauchen.
So, und Einheiten brauche ich auf jeden Fall, weil momentan bin ich nicht wirklich in der Lage, allein besonders viel zu reißen. Das heißt, wir gehen mal ins Castle. Und hallo, lieber Typ. So. Ich hoffe mal echt, dass mir das Geld nicht irgendwann ausgeht. Ich habe immer noch über 9 Millionen, also das wird schon noch eine Zeit halten. Okay, das ist Under Siege, da müssen wir was dagegen unternehmen. Dem müssen wir nicht helfen, der hat eh schon verloren, der hat auch schon verloren. Wir gucken mal, wer das hier gerade belagert. Soll ich den eventuell... Wobei, ich habe nur 281 Einheiten. Mein Gott, sind mir viele weggestorben. Aber wenn ich den jetzt nicht wegmache, dann wird der... Dann wird er dieses Castle gleich wieder angreifen. Das heißt, ich muss das jetzt mal machen. Aber das ist nicht besonders toll. Mir fehlen doch sehr, sehr viele Einheiten. Und mein Mount ist immer noch crippled. Dass ich mir das einfach nicht merken kann. Aber der muss jetzt weg. Sonst belagert er dieses Castle gleich wieder. Ich denke, ich werde jetzt meinen Court hierher verlegen. Ich will jetzt nicht nach Vindica zurücklaufen. So, dann warten wir doch mal ab. Wo schießt ihr denn überall hin? So, wer kommt denn hier an? Das da vorne ist, glaube ich, schon der Lord. Ja, die Lanze, eine Sekunde bevor ich angegriffen hätte, geht die Lanze natürlich wieder runter. Oh, eine Falcon-Einheit. Aua. Hallo, Falcon-Einheit. Bist du ein Renewed? Ne, ein Light Renewed. Aber, er ist tot. Er ist tot. Das ist die Hauptsache. So, können wir jetzt mal hier den Kampf beenden. Ich muss zur Mercenary-Gilde und meine verlorenen Truppen mal wieder auffüllen. Tötet die hier eigentlich auch mal jemanden, oder? Oh Mann, hier geht ja gar nichts voran. Ja, ich merke schon, meine Hired Sharpshooter. Es werden wirklich hier... Die vermisse ich schon. Egal, die Leute werden relativ schnell wieder aufgebaut sein. Ich hoffe, der hat jetzt genug Hired Sharpshooter... Hired Units überhaupt noch zum Verkauf. Weil es ist gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal da welche rausgekauft habe. Naja, ich werde sehen. So, jetzt mach die mal weg. Oh nein, Slave Girl killed. Nein. So, da stechen wir doch noch ein paar Mal rein hier mit unserem Schwert. So. Ein bisschen können wir noch mitmachen. Mann, Mann, Mann. Diese Autokämpfe gehen halt schnell, aber es kostet mich halt immer relativ viele Einheiten. Egal, wir kommen auf jeden Fall voran. Die Johara verlieren weiter Land, genauso soll das sein. Als nächstes werde ich mein Augenmerk auf jeden Fall auf Kulvara legen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal meine Truppen wieder aufbauen. Und dann mit ein paar Sharpshootern werde ich mal schauen, dass ich Kulvara vielleicht kriegen kann. Schön wäre es natürlich, wenn ich die Garnison vorher schon ein bisschen schwächen könnte. Wobei ich könnte halt theoretisch reingehen, könnte Autokampf machen, dann zurücklaufen nach Bulgarn und neue Haushaltguards kaufen, dann wieder hin und wieder, aber das ist auch ein bisschen witzlos. Weißt du was? Ihr bleibt jetzt bei mir. Die stecke ich jetzt in irgendeine Garnison. Das sollte ich jetzt vielleicht mal allgemein mit, zumindest mit den Lords machen, die... mich eh nicht mögen, die sollte ich vielleicht echt mal alle mitnehmen. 54 Leute, egal, dem muss ich helfen. Lord Hermann. So, damit sind seine Chancen zu gewinnen auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich angestiegen. Mein Mount ist natürlich immer noch crippled. So, was sind denn das für Einheiten? Ja, ich muss jetzt das Mount endlich mal austauschen. Oh, das war gerade eine Lanze. Das hat mein Schild schon fast umgehauen. Ja, ohne die Hired Sharpshooter geht hier nicht mehr wirklich viel. Die Household Guards holen sich noch ein paar Kills, aber das reicht halt auch bei weitem nicht.
Ja, die Desert Assassins vielleicht noch weg. So, jetzt dürft ihr rangehen. Wobei da noch relativ viele starke Infanteristen, glaube ich, dabei sind. Aber das machen die schon. So. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal kurz damit beschäftigt sein, unsere Truppen wieder aufzubauen. Aber ich habe zumindest schon die ein paar Castles geholt, die ich haben wollte. Also ein, zwei Siege Towers sind jetzt schon weg. Trotzdem sind mir ein paar wenige Lords gejoint. Vielleicht sind tatsächlich so viele Lords gerade irgendwo gefangen. Aber ich suche schon die ganzen Lords ab. Da finde ich schon kaum gefangene Lords bei den Joharas. Also wenn ich mir denen ihre Lords anschaue. Vielleicht stecken die alle in irgendwelchen... in irgendwelchen Castles drin. Oder die sind mir aus irgendeinem anderen Grund nicht gejoint. Vielleicht war ich zu weit weg oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Jetzt mal überlegen. Was mache ich, sobald der Kampf vorbei ist? In eine Hauptstadt gehen. Meinen Sitz dorthin verlegen. Zur Mercenary-Gilde gehen. Und dann langsam mal Kulwara oder so angreifen. Naja, der Plan steht, aber... das wird alles noch ein bisschen dauern. Schön, dass meine letzten Hired Sharpshooter jetzt auch noch sterben. Wer braucht die schon? Ist ja nicht so, dass ich Ewigkeiten brauche, um die hochzutrainieren. So, jetzt kippe ich wahrscheinlich auch gleich um. Ne, noch nicht. So, ich hole mir noch ein paar Kills raus. Zack, zack. Tja, aber sterben tun sie halt nicht. Gibt's nochmal einen Schlachtruf hier für die Mädels? Zack. 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 So, ich halte mich jetzt aus den restlichen Kämpfen mal raus. So, Hauptstadt. Hauptstadt und Sitz verlegen. Das sind jetzt die nächsten Schritte. Und Mount austauschen. Mein Gott, wieso denke ich daran nie? Mount austauschen. Mount austauschen, Mount austauschen, Mount austauschen, Mount austauschen. Mount austauschen, Mount austauschen. So. Alles klar, soweit so gut. Dann gehen wir mal nach... hier ist schon der nächste Kampf, aber der ist eh gleich vorbei. Nach Ulistai. Ja, ich verlege den Sitz jetzt nach Uliastai. So, go to the castle. Moment, das ist hier irgendwo. Move your cult here. So, establish... war's das jetzt schon? Ah ja, da steht's leider. Alles klar, das war's. So. Wir brauchen... ich glaube, Marshall kann ich abgeben. Das darf von mir aus mal wieder werden. Ach, die Queen Trissner war es schon lange nicht mehr. Die habe ich sowieso schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Okay, von den Drahara gibt es anscheinend noch niemanden, der mir joinen will. Jetzt hole ich noch nämlich... wobei, ich habe schon relativ viele Household Guards. 87. Ja, ich gehe jetzt mal Richtung Mercenary-Gilde und muss mal schauen, dass ich da mir ein paar neue Leute ranhole. Oh, verdammt. Überall die Kämpfe die ganze Zeit. Wobei, das ist machbar. Emir Yajab oder so. Jetzt helfe ich hier erstmal mit. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kriegen meine Leute doch... jetzt wird es schon ein bisschen enger hier für meine Leute. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, also es schadet jetzt mal gar nichts, den Marschall hier jetzt abgegeben zu haben und die jetzt erstmal wieder ein bisschen zur Stärke kommen zu lassen. So. Ich hoffe, meine Mädels schießen jetzt mal da fleißig rein. Dann warte ich mal, bis die sich wieder aufgepowert haben. Und in der Zeit, die die jetzt brauchen, um wieder Stärke zu sammeln, werde ich auch meine Einheit wieder hochziehen und Kulwara angreifen. Und vielleicht das andere Castle, was noch Prepare Ladders ist. Wobei das ein Castle ist, was mir überhaupt nicht gefällt. Dieses Castle direkt da ganz im Norden, als wir uns schon mal angeguckt haben. Das war ja auch nicht besonders schön. Aber mal gucken, wir haben auf jeden Fall noch genug mögliche Ziele.
Von den Drahara will mir auch immer noch niemand joinen. Man sieht, die haben immer noch so viel Land. Aber wir werden es schaffen. Es wird dauern. Wenigstens haben dann die Bakal Giants und die Falcons, die uns dann noch gegenüberstehen, die haben ja nicht wirklich viel Land. Das heißt, das dürften wir dann etwas schneller schaffen. So. So weit, so gut. Ach ja, ich habe meinen Leuten noch gar nicht gesagt, dass sie chargen. Oh, verzeiht mir. Jetzt haben die ganze Zeit nicht mitgeholfen. Verzeiht mir, liebe befreundete Lords. Verzeiht mir. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Dann... Ja, neben mir kämpft noch irgendjemand. Dieser Emir Jahab, oder wie der heißt. Mit seinen 300 Leuten. Da muss ich eventuell auch noch gleich mitmachen. Good to see you here. Ja, kein Problem. So, das nehme ich jetzt alles nicht mit. Die ganzen Einheiten, die da drin sind. Was haben wir hier noch? Wobei ich jetzt gar nicht so viel Lust habe, dem zu helfen. Ach, jetzt macht der aber auch schon mit. Und der macht auch noch mit. Ja, okay, dann muss ich auch fast mitmachen. Dann muss ich halt mitmachen. Wenn schon zwei Lords, beziehungsweise Dementrios, Ambrosios und ich glaube noch irgendeiner. Dann müssen wir das jetzt halt mit vereinten Kräften machen. Ich schicke meine Einheiten einfach mit rein. So, einfach mal hier mitten rein. So, das war doch schon wieder richtig blöd. So, jetzt werde ich richtig schön überrannt die ganze Zeit. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Und schön wurde ich gestochen mit einer schönen Lanze ins Gesicht. Wie viele Leute waren das denn? Insgesamt 100. Ja, da will ich aber schon mitmachen. Ich sollte vielleicht nicht ganz so forsch nach vorne preschen. Das heißt, wir lassen erstmal die anderen Einheiten ein bisschen nach vorne. Vielleicht könnt ihr ja euch hier ein bisschen aufstellen und ein bisschen runterballern. So von hier aus ungefähr. Und wir halten uns mal ein bisschen im Hintergrund. Weil es ist mir zwar wichtig, meinen Freunden hier zu helfen, aber noch wichtiger ist es mir, dass ich mir eine schöne Truppe jetzt hier wieder mal langsam aufbaue. Wobei, die laufen ja alle direkt auf meine Mädels zu. Egal, dann chargt mal rein. Das passt schon. Jetzt haben wir wenigstens die Leute so aufgeteilt, dass hier welche gegen die kämpfen und hier. Das passt schon. Und ich muss auch nicht unbedingt dabei sein. Hier kommt sowieso nur noch Müll hinterher. Die letzten 100 Einheiten sollten jetzt alle relativ schnell fallen. Mann, Mann, Mann. Die Drahara, am Anfang lief es ganz gut, da konnten wir so ein bisschen rumziehen und alles einnehmen, aber jetzt geht es ein bisschen zäh voran. Aber, naja, was wundere ich mich auch, wenn ich den Autokampf gegen diese Shadow Assassins mache. Da habe ich ja 500 verloren und die irgendwie 150 oder so. Hätte ich das im normalen Kampf gemacht, im normalen Siege Tower Kampf, wäre das wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. So, das sollten hoffentlich schon die letzten sein, die 84 Leute, die da jetzt noch stehen. Kommt schon, Jungs. Weltherrschaft steht kurz bevor. Ich hätte vielleicht die Female Mercenary Party, hätte ich vielleicht auflösen sollen und irgendwo hier unten in der Nähe von Ulyastai oder so spawnen lassen sollen, dass die hier unten ein bisschen wütend über das Land ziehen können. Weil da oben machen die jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Sinnvolles, diese Mercenary Party. Das ist, wie man in der Wirtschaft sagen würde, verschwendetes Kapital. Nee, das heißt, nee, totes Kapital, glaube ich. Irgendwie gibt es da einen Fachbegriff dafür. Aber wir sind nicht hier, um über Wirtschaft zu reden, sondern wir sind hier, um die Weltherrschaft zu erlangen. Und kommt schon, der Letzte, wer ist denn der Letzte? Irgendwo hier. Drahara'an Desert Warrior. Tja, auch du hast leider den Spieß nicht mehr rumgedreht. Und wir gehen jetzt zur Mercenary-Gilde. Aber da werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute dabei sein.
die ich rauskaufen kann. Schätze ich mal stark. So. Die Lords, die ich jetzt hier habe, stecke ich hier jetzt mal rein. Den hier zum... Ach, den kann ich hier gar nicht, weil es nicht mein... Ach, verdammt. Ja, dann halt nicht. Ich gehe jetzt mal direkt zur Mercenary-Gilde. Hallo, Mercenary-Gilde. Bitte habe viele Leute für mich. Bitte, bitte, bitte. Wobei ich stark davon ausgehen werde, dass hier vielleicht nur so 10, 20 Leute oder so stehen. Da wären Slave Girls, die könnte ich auch noch mitnehmen, aber die kann ich auch einfach gleich beim lokalen Sklavenhändler kaufen. Hallo lieber Ingvar, leider sind all deine Rekruten, die du mir immer gibst, leider haben die einen ziemlich hohen Verschleiß. Hast du noch mehr? 44, naja, das ist nicht besonders viel. So, dann gehe ich mal wieder zurück in die Stadt. Und 40 Sharpshooter nur noch. Mann, Mann, Mann. Na gut, ich kann es nicht ändern. Was läuft hier noch so rum? Assassin of Rhaldun. Steorak Castle, wo ist denn das? Da unten. Schön, das. Da kann ich nämlich schnell bei Crane vorbei. Und kann in Crane schnell Prisoner verkaufen und Sklaven einkaufen. Während ich auf dem Weg nach unten bin, um hier Steora Castle zu verteidigen. Hallo, Ransom Broker. Das mal weg. Essen brauche ich wahrscheinlich auch wieder. So, weg mit dem Zeug, weg damit. Oh, Gold Ore. Wüsste ich aber nicht, wofür ich das brauchen sollte. So, wie sieht's denn mit Armor aus? Wieso schaue ich da überhaupt noch rein? Als ob ihr jemals was Gutes produziert hättet. Prisoner wollte ich, Sklaven wollte ich noch kaufen. Nicht im Castle. Wo ist der Ransom Broker? Hier. 50 mal. Und dann nehme ich mir noch ein paar Household Guards mit. Die sind jetzt relativ praktisch, um meine Truppen hier aufzufüllen. So, das Geld, was ich da verliere, ist kein großer Verlust. Ich habe genug Geld am Start. Alles klar. Wir haben einigermaßen Leute am Start und wir können jetzt mal wieder zur Verteidigung von Steorak Castle reiten. Das werde ich auch gleich machen. Aber erst in der nächsten Folge. Wir geben jetzt mal unseren ganzen Lords wieder Zeit, sich ein bisschen zu erholen. Dann schaue ich mir... Irish wird ein bisschen blöd. Dann schaue ich mir mal an, wo es weitergeht. Kulvara ist, denke ich, das nächste Ziel, was ich haben werde. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Das werden wir in der nächsten Folge eventuell... Moment. Ich würde gerne wissen... Aber ich kann die ganzen Leute nicht fragen. Ich würde gerne eigentlich jetzt mal jemanden fragen, wo die Queen Trisna eigentlich ist. Nicht, dass die irgendwo gefangen ist oder so. Dass ich momentan einen Marshall habe, der überhaupt nichts machen kann. Aber was soll's. Die wird schon... Die wird schon hier irgendwo unterwegs sein und irgendwas Sinnvolles machen. Hoffe ich einfach mal. Ich mache an der Stelle auf jeden Fall Schluss. Wir sehen uns dann auch gleich wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.